Hallo meine Lieben und ein herzliches Willkommen im Außen mit der Orakelnixe. Ja, heute wieder eine Message für euch habe ich im Gepäck und wir schauen mal, welche Energien ich denn heute für euch einfangen darf. Was ist denn das? Hört ihr das Klopfen? Hallo? Ist hier ein Specht? Wir schauen mal zum Fenster raus, würde ich sagen. Hallo? Wer da? Ah! Na, da schau her! Vierfacher Besuch! Na, Hallöchen auch! Die Bremer Stadtmusikanten klopfen an. Höchstpersönlich. Vierfacher Gruß. Vierfach entfacht. Was soll das uns sagen? Ich würde sagen, wir befragen unsere Kärtchen, was denn diese vier Kandidaten hier uns übermitteln möchten. Warum klopfen sie bei uns an die Tür? Knock, knock, knocking on heaven's door. Kommen wir hier rein. Yeah, 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 yeah. Oh Gott, das ist nicht so ganz meins mehr. Haben wir früher oft gehört. Aber da ist Hardcore-Energie dahinter. Okay, also vielleicht geht es hier um eine Hardcore-Energy. Schauen wir mal. Lasst euch vom Rascheln oder vom Wind hier nicht beeindrucken. Das gehört dazu, denn das Stativ ist hier leider nicht ganz so zu befestigen. Aber wir nehmen es, wie es kommt. Was hat der Esel hier für eine Bedeutung? Die tragende Rolle, er hat ein breites Kreuz. Und um was geht es hier? Die tragende Rolle, Hauptenergy, ist hier die Tulpe. Beständigkeit, Tradition oder Frohnatur. Du bist eine Frohnatur. Du hast vielleicht auch schon sehr viel in deinem Leben erfahren, ertragen, aber auch Schönes erlebt. Und daran darfst du festhalten, nicht an den negativen Energien, sondern was hast du schon erreicht, was hast du für schöne Dinge erleben dürfen, auch welche schöne Umgebung draußen, Natur und so weiter, welche Gefährten sind dir begegnet und wenn es nur ein kurzer Sonntagstalk im Außen war, irgendwo in einem Reiseziel, in einem Ausflugsziel, ganz egal, jedes kleinste Ding darf beachtet werden. Was hat der Hund denn hier zu sagen? Das Gebell, die Öffentlichkeit, Internet, Umfeld, ja, das passt zum Gebelle, ja. Wer oder was bellt hier laut im Internet oder im Außen? Quatscht hier jemand auch über dich? Meint hier jemand vielleicht nicht gut? Das steckst du locker weg. Du hast ein breiteres Kreuz als der Wauzi, der vermeintlich über dir steht. Könnte er ein Chef sein, könnte ein Vermieter sein oder vielleicht auch dein Weggefährte, Verwandtschaft, Freundschaft, Partner, mit dem es vielleicht nicht ganz so rund läuft. Ja, jemand bellt hier sehr laut. Vielleicht ist jemand auch getroffen worden, denn man sagt ja, getroffene Hunde bellen laut oder so ähnlich, ja. Mit der Katze, miau, miau, schnurri, schnurri, sich wohlfühlen, heißt es hier mit dem Raps Gefühle, eine Seelenverbindung oder auch Oberflächliches. Wo oder mit was fühlst du dich denn gut? Was bringt dich vorwärts? Vielleicht mal wieder ein Wellness-Tag. Oder vielleicht gibt es ja auch jemanden wirklich Anhängliches. Ja, vielleicht ist jemand sogar zu anhänglich. Ja, man kennt ja oft die Katzen, die um die Beine herum schlängern und schnurren und den Schwanz noch um die Beine herum rumlegen, fast wie eine Fußfessel. Wer oder was ist dir vielleicht auch lästig? Und da möchte ich nicht die Katzen herunterreduzieren oder radieren oder so. Nein, im Gegenteil. Sie sind sehr anhänglich. Jedoch, für manch einer ist es vielleicht auch ein bisschen erdrückend, je nachdem. Und mit dem Hahn, Kikeriki, der sagt hier Liebe, Herzensdinge, Herzlichkeit, die Rose. Haben wir hier mehr Dornen oder mehr Blüten? Das ist hier die Frage. Der Hahn kräht morgens von dem Mist, ob du auch wirklich glücklich bist. Den Reim habe ich jetzt soeben zusammengereimt. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute. Tschüss, deine Orakelnixe.